Ja, hallo meine lieben Cakers, ich grüße euch ganz herzlich hier zur nächsten Folge Age of Wonders 4. Jawohl, das Spiel von Triumph Studios und Paradox. Großartig, es geht weiter mit einem wunderschönen DLC, das heute präsentiert wird hier bei mir auf Twitch und dann natürlich später auch auf YouTube. Es ist nichts Geringeres als Ways of War und man hat, sag ich mal, sau viele Sachen implementiert. Es gibt zwei neue Spezies, die man spielen kann. Es gibt Bücher, die dazugefügt worden sind und ganz, ganz heftig ist natürlich das ganze Rework von den Helden und auch andere Teilbereiche im Spiel, die auch, sag ich mal, die Kultur oder Gesellschaft angeht. Es gibt sehr viel jetzt in Gestaltungsmöglichkeiten, die nochmal viel umfangreicher sind, als es bisher war. Also von daher haben wir jetzt eine Menge Content, die wir jetzt gleich hier präsentieren. Und ich rede so ein bisschen merkwürdig von der Mehrzahl. Ich bin heute tatsächlich nicht alleine. Wir wagen es seit sehr, sehr, sehr langer Zeit, wieder etwas gemeinsam zu machen. Ist schon fast ekelhaft, der Gedanke, aber wir tun es einfach. Ich habe als Verstärkung heute dabei die Monali. Monali, sag doch mal was. Ich habe doch Hallo gesagt. Du hast Hallo gesagt. Ja. Da habt ihr sie gehört. Sie ist ein bisschen weiter weg, das ist ein bisschen fies für sie. Deswegen, sie kann aber nicht so laut brüllen. Und Flinks, ich grüße dich, guten Abend. Wir müssen jetzt auch mal noch mit Profis arbeiten. Ich muss ja meinen Ingame-Chat aktivieren. Und dann schauen wir das. Wir haben eine Werbung. Oh, aber Flinks ist einer unserer, der könnte ja auch mal wieder einen Sub raushauen. Ich glaube, dann hat er keine Werbung. Huhu, Monali, schön dich mal wieder zu hören, Sachtler. Freust du dich? Sie sagt ja. Also das ist übrigens eine ganz normale Reaktion von Monali. Ich gucke jetzt auch immer so rüber, weil die sitzt da. Die will sich nur wieder nicht zeigen. Das ist wieder so ein Geist. Vielleicht ist es auch eine KI, die ich einfach programmiert habe, damit ich mich nicht ganz so alleine fühle. Ja, du und programmieren. Ja, sie ist zurück. Sie ist wieder da. Es wird so schön. Also für euch. War schon bei Gloomhaven so, sagst du? Ja, das ist, ja. Ja, da darf ich jetzt wieder durch und ihr dürft euch freuen. Also wir haben uns tatsächlich ein bisschen was überlegt, also jetzt im Vorfeld. Und so gehen wir das Spiel jetzt mal an. Also wir haben uns zwei Fraktionen im Vorfeld überlegt, ne? So war das ja, Monali. Und wir waren jetzt nicht da und haben jetzt, keine Ahnung, 10 oder 15 Minuten gebraucht, um endlich mal einen Fraktionsnamen uns auszudenken. War nicht so. Und war genauso. Und jetzt machen wir das so, wir arbeiten uns jetzt Schritt für Schritt durch und auf alles, was wir so stoßen, gehen wir halt so ein bisschen ein. Wir wollen aber auch spielen, ne, Monali, das ist klar. Und dass ihr einfach Bescheid wisst, es kann jederzeit sein, dass die Monali weg muss. Mir mal kurz sozusagen in Anführungszeichen pausieren. Das ist halt einfach der Tatsache geschuldet, dass wir beide natürlich für die neuen hier Reproduktionsprodukte erfolgreich platziert haben auf dem Planeten. Ne? Und das kann also sein, dass die Monali kurz dann verschwinden muss. Sie kehrt aber irgendwann wieder. Also hoffe ich zumindest, sonst muss ich alleine weiterspielen. Das heißt, das Besondere hier an dieser Nummer ist, ihr werdet eine Koop-Partie sehen. Also wir machen jetzt kein Kampagnenspiel, sondern wir machen einfach eine freie Karte, basteln die uns zusammen und gucken uns mal einfach so zusammen an, was es denn alles Neues gibt. Und ja, ohne da jetzt einen großartigen Deep Dive zu machen, es ist so, in dem Bereich habe ich noch was Nettes vor mit Fayette und da freue ich mich auch ganz doll drüber, dass ich mit ihm zusammen ein Spiel spielen kann. Vielleicht bringe ich euch auch was alleine, da gehe ich mir auf die Details ein. Heute ist einfach nur fröhliches Spielen angesagt. So, wir grüßen dann die Reproduktionsprodukte, aber erst morgen wieder, würde ich sagen. Ne? Jetzt wecken wir die nicht auf, aus Gründen. Findest du das eine gute Idee? Was jetzt? Ja, die nicht aufzuwecken. Ja. Okay, gut. Wir wollen auf jeden Fall sicher gehen. Nicht, dass wir die jetzt echt rausholen müssen. Okay, also neues Spiel. Ihr seht ja auf der rechten Seite auch übrigens Monalis Charakter. Nur mal so kurz gesagt. Also das war in der vorigen Partie, die wir wieder nicht geschafft haben, weil halt DLC. Wir waren kurz vorm Ende, aber na gut. Also los geht's. Wir gehen jetzt mal hier fröhlich, aber bestimmt auf neues Spiel. Und das Erste, was wir machen, ist ein neues Reich erschaffen. Morgen reicht total, sagt Flinks, das finde ich super. Und ich hätte gesagt, wir lassen einfach mal die Kartengröße auf mittelgroß, dass es nicht zu übertrieben ist. Und wir spielen insgesamt mit 6 Spielern. Ich glaube, 5 waren ein bisschen langweilig beim letzten Mal. Was meinst du? 6 Spieler, einer mehr als letzte Mal. Okay, sie ist am Kauen. Sie isst und trinkt und kocht und macht alles hier nebenher. Bitte nicht wundern, das ist ja alles live, das ist alles ein Stream. Also Monali sieht gerade aus wie so ein Hamster. Ein süßer Hamster, aber sie sieht aus wie ein Hamster. Was? So, erweiterte Einstellung. Das ist das Erste, was wir hier machen müssen. Wir müssen jetzt erstmal definieren, was wir haben wollen. Wir spielen immer gerne die Kontinente. Klassische Runden ist klar. Portaldarstellung weiß ich noch nicht. Wir haben einmal menschlich, wir haben zweimal menschlich.
Müssen nur zufällig umstellen. Das wäre ganz gut, dass, wenn ich das noch rausfinde, wie es ging. Kein Nachteil, kein Nachteil, kein Nachteil. Okay. Ah, die haben das umgestellt von normal auf so eine komische Formulierung. Wollen wir das so lassen für die Präsentation oder wollen wir sagen, ein kleiner Vorteil für unsere Gegner? Kein Vorteil. Sie schüttelt den Kopf. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich kann es sehen. Okay, nee, da müssen wir draufklicken, glaube ich. Dann können wir das ändern. Dran denken. Dran denken. So, normal, normal, bla bla bla. Kampf. Immer fragen. Das passt. Ja. Ich denke, das sind die Standardeinstellungen. Die waren schon immer gut. Dann fangen wir an, unser Reich mal ein bisschen zu definieren. Digga, danke für deinen Sub, Mann. Sehr schön, dass du da bist. Und das mit Monali heute. Sehr schön. Haha, jetzt hole ich mir aber hier. Da hole ich mir was von. Dankeschön. Mega geil. Und vielleicht sind wir schon 11 Monate hast du rein abonniert. Mein Güte, du bist ja schon 2 Monate alt. Du fängst ja an, schon hier so zu sabbern und so. Klasse. Ja, wir sind schon über 11 Monate abonniert er. Ja, das ist voll stark. Jetzt guck doch nicht so. Hey, was hat das jetzt mit 2 Monaten zu tun? Ja, weiß ich gerade nicht. 2 Monate ist der wichtige Bindungsmonat und ja, 9 Monate, 10 Monate Schwangerschaft, Dekadenz jetzt 1 Monat, ist egal. Das hat nicht funktioniert. Im Kopf war es witzig, aber es war nicht witzig. Schön, dass du da bist, Deka. Ich hoffe, es geht dir bestens. Wir spielen ein bisschen Age of Wonders, halt kein Blood Bowl, ne? Musst du durch, mit Monali. Endlich jemand Kompetentes hier. Okay, also, Gebiets. Eigenschaften. Wollen wir da irgendwas machen? Hochland, sengendes Klima, Wüstenreich, tropisches Reich. Oh, guck mal, tropisches Reich. Du hast so eine lustige Idee gehabt für deine Fraktion. Was macht denn das? Das Reich besteht aus einem tropischen Paradies mit goldenem Sand, aus auslaufenden Urwäldern und vereinzelten Sümpfen. Oh, okay, ja, das Tropen. nehmen wir, das passt zu mir. Okay. Wenn sie so redet, muss ich schnell machen. Was haben wir? Land des Konflikts. Streitkräfte des Unheils und des Wohlstands besetzen dieses Land. Verfluchte und Wohlstandseinheiten sind häufig. Das passt, ne? Zum Base of War. Das nehmen wir einfach, oder? Land des Konflikts, weil dann haben wir da auch ein bisschen von dem Content einfach drin. Was war das hier? Das war Präsenzeigenschaften. Geschworene Rivalität. Nee, das machen wir nicht. Das lassen wir einfach frei. Das ist so ein bisschen so leicht, so kampagnenmäßig, ne? Du bist noch auf Schicht? Und dann guckst du hier wieder zu. Das finde ich absolut fleißig. Das sind die vorbildlichen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das sind die guten Follower hier der Dekadenz. So, was machen wir, Mann? Wir machen normal auch wieder die Siegel. Einen Siegelsieg machen wir da rein, aber auf normal, denke ich einfach. Weniger Punkte, mehr Punkte, einfach auf normal. Den will ich haben, den finde ich gut. Und jetzt modifizieren wir unseren Kontinent mal noch ein bisschen. Oh, die haben es beinahe übersetzt. Es gibt nämlich jetzt eine etwas schwächere Umbra-Kluft als die, die du aus unserem Privatspiel kennst. Ich denke, die können wir mal. Das sind keine Umbra-Wohnstädte. Reduce amounts of Umbra Islands, bis Plagen. Reduce amounts of Umbra Island. Ja, wir nehmen mal die schwächere Umbra-Kluft. Ja, so viel zu tun. Ich fand das auch mega stressig, Alter. Überall kommen die Tentakel, in jede Ritze kommen die. Schrecklich. So. Ich will so Tribut der Jahreszeiten kennen wir noch aus dem anderen Spiel. Ich guck mal, ob wir hier noch irgendwas aus dem neuen Bereich haben. Dann haben wir das ja themenbezogen auch sogar richtig gemacht. Nee, da sehen wir nichts. Also dann wieder Scroll, Scroll, Scroll. Wollen wir das nochmal machen, dass er von den Feen da angeht? Ja, das ist immer einer, das ist ja irgendwie ungefähr. Ja, ne, das trifft immer einen, gell? Ja. Am 18.11. läuft es aus. Oh, stark, Flinks. Dankeschön. Finde ich super mega. Danke, dass ihr das macht, alle. Fließt auch alles in den Kanal, versprochen. Da gibt es so die eine oder andere Überraschung in der Zukunft. Was machen wir? Gigantismus, Lichtlos, Unsterbliche, Wartungsintensiv, klingt alles blöd. Bannerfürsten, entfesselte Bücher. Nee, keine Erholung. Nein, Megastädte. Nein, Todeszauber. Untergrundstadt. Nein, Verabscheuung des Bösen. Wiederkehrende Plagen. Nee, chaotischer Einfluss, motivierender Waffenstillstand. Nein, 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 nein. Nein, da habe ich keinen Bock drauf. Passt nicht zu der Karte. Feindselige See. Argwöhnische Almhöhen. Nee, bäh, 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 bäh. Nee, komm.
Ja, nee, das war's dann, glaube ich, auch, was wir an Einstellungen hier so machen können. Ja, so lassen wir's. Ich denke, das ist ganz cool. So machen wir das. Das ist also unser neues Reich. Und dann, wie machen wir es? Wer erstellt seinen Charakter zuerst? Das dauert vielleicht so eine Stunde ungefähr, bis Monali das fertig hat. Und dann brauche ich auch nochmal so eine Stunde. Das ist dann der Stream für heute. Wer fängt an? Du oder ich? Der Schönere fängt an, also du. Ja. Oh, das finde ich super. Also viel Spaß. Weizenkonisseur, ich grüße dich. Guten Abend, schön, dass du da bist. Heute mit Monali. Heute haben wir jemanden Kompetentes in der Leitung. Soll ich da so ein bisschen rumfummeln und du sagst, was ich zu tun habe, so wie sonst auch immer? Ich frage nur. Ich guck dir die Maus weg. Okay, sie wird mir irgendwann die Maus wegnehmen. Ihr habt es gehört, die Maus nimmt mir die Maus weg. Und wir haben vor, euch natürlich die neuen Fraktionen auch vorzustellen. Und daher wird die Monali Äffchen spielen. Sie liebt ja Äffchen. Ne? Du bist ein großer Fan von Affen, ich übrigens auch. Ja, aber die sehen nicht so gut aus. Du machst die jetzt schön. Die sind so grimmig. Jetzt, das ist ja, die sind jetzt noch grimmig. Was können die denn? Jetzt gucken wir erstmal, was die können. Ja, ja, das nicht musst so. Du bearbeiten, oder? Nein, kannst du auch erstmal Maul um. Hier kannst du bearbeiten. Musst du aber nicht. Mhm. Ist kein Zwang. So, also wir haben einmal Moral zu gewinnen, wird um 50% erhöht. Okay, weil die glücklich sind. Das sind glückliche Äffchen. Ach so, stehen die aber nicht aus. Ja, du wirst die aber so aussehen lassen jetzt. Sei doch mal nicht so penibel. Dann sind sie leichtfüßig, können sich besser positionieren, da sie sich durch verbündete Einheiten hindurch bewegen können. Ja, also du kannst, die springen sozusagen übereinander. Und was haben sie noch? Schnelle Reflexe. Um 25% schwieriger durch Fernkampfangriffe zu treffen. Das ist doch gut. Willst du nochmal in die Bearbeitung reingehen? Ja. Oh Gott. Dann, meine Damen, meine Herren, bitte haben Sie einen Moment Geduld. Please hold the line. Mona liest kurz die ganzen Sachen durch, die da so stehen. In dem Sinne erstmal wohl. Schön, dass ihr heute alle zum Wohl. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, du hast Skillpunkte, die kannst du vergeben und du hast insgesamt 3 Skillpunkte. Ich muss ja nur bei den Einzelnen. Du sagst, Monali muss nur bei den Einsern gucken. Hat sie jetzt so definiert, dann ist das auch so. Ich weiß doch, Flinks. Das ist halt so. Flinks, das wollte ich jetzt nicht hier vielleicht im Chat sagen, ne? Glückliche Affen, die übereinander springen, hört sich doch irgendwie interessant an. Das kommt auf YouTube. Flinks, also ich bitte dich. Und da kommst du dann bitte vorbei und lässt einen Kommentar da, so wie immer. Ich hab dich doll lieb und ganz, ganz liebe Grüße an deine bessere Hälfte. Finde es ganz, ganz toll. Ja, guck, finster Affen. Das ist aber jetzt nichts, hat das nichts mit glücklich zu tun. Du hättest ja was Glückliches spielen. Du hast ja vor, die Jungle Mons zu machen. Es gibt keine glücklichen Affen. Es gibt barbarische Affen und räuberische Affen. Betriebsame Affen. Ja. Du könntest auch eine Eidschwur-Affen machen, die vielleicht bringt es ja noch irgendwas Cooles mit. Also ich weiß, was ich spiele. Ja? Du könntest auch eine Feudalgesellschaft sein, du könntest auch eine erhabene Affengesellschaft. Ja, ich kann da gar nicht so viel lesen. Weil ich so viel rede? Ja. Das ist 18-plus-Content, sagst du, Deka? Ja, weil allein schon Monali, wenn ihr sie sehen könntet. Oh, selbst mit den hässlichsten Klamotten, mein Lieber. Was denn? Jetzt, ja. Das ist ein Kompliment. Verstehst du? Kompliment. Das kann man meinem Partner ab und zu mal machen. Ja, da kommt noch was dazu bei Eidschwur. Das ist bei dieser Urtypisch-Fraktion erweckt. Ach so. Ja, so eine erhabene Affengesellschaft, das ist ja auch was Schönes. Ach, das ist neu. Das ist neu, ja. Schwört Hingabe zu einem Eid, der das Volk leitet. Vielleicht ist das was für dich. Ja, natürlich. Ich hoffe, dass ich das so bauen kann, wie ich mir das vorstelle. Und das ist halt vielleicht ein bisschen anders als bei anderen Streamern. Wir machen das jetzt, wir haben uns das vorgestellt, wir wollen das jetzt umsetzen, wir wollen mal gucken, wie wir das können. Die UI-Overhaul bringt halt viele Möglichkeiten mit, noch genauer sowas zu definieren. Sei es die Helden insgesamt, sei es die Fraktions insgesamt und das macht das Ganze total spannend. Die Produktion, die gefällt mir, aber der Rest minus ein Flisterstein, das gefällt mir nicht. Ich fand die Fraktion eine Vollkatastrophe. Die können, aber urtümlich würde zu dir auch passen. Ah, hier ist auch Produktion. Ja. Monali ist voll der Produktionsfanatiker. Ich hätte beinahe ein anderes Wort benutzt. Ja, ein bisschen produktiv sind die offen. Weil Monali sich der Öffentlichkeit nicht zeigen möchte. Das ist einfach, vielleicht ist die Welt und die Menschheit vor allen Dingen noch nicht bereit dafür.
ich Vogel vor der Kamera sitze. Habe ich einen Schnabel oder sowas? Siehst du ein Gefieder, Deka? Meine Güte. Soll ich piepen? Statt Stabilität und Wissen ist auch immer gut. Ja, Wissen statt Stabilität ist ja zufriedene, glückliche Bevölkerung. Und guck mal, wie so schön die mit goldenen Bananenrüstungen sind es. Und was war denn noch gut? Betriebsam. Wir sind einmal auf dem Kopf. Ja, haben den Eimer auf dem Korb, genau. Let's go Eimer. Reinkübeln und so. Ja. Also, wie gesagt, sie ist ein bisschen weiter weg, deswegen schlechter zu hören. Deswegen kann es sein, dass ich manchmal Sachen wiederhole, was sie sagt. Und weil ich mich gern reden höre und das total aufregend für mich ist. Sie ist endlich wieder da. Es ist, zwei Jahre aber her. Es ist Gold noch. Ja, also ich finde, erhaben passt auch gut zu dir. Ja, das sind jetzt erhabene Affen. Natürlich. Das, natürlich. Okay, dann klickst du auf Auswählen. Die Maus habe ich übrigens schon verloren. Das ging schnell. Ja. Okay, wie geht's weiter? Meine Liebe, entscheiden Sie sich. Das ist es auch das Coole an dem Spiel, das muss man dazu sagen. Wer jetzt hier erwartet, dass wir hier ein Fastplay machen, könnte da komplett abhaken für die Neuen. Man will sich auch mal gucken, was das jetzt Neues mit sich bringt und was man machen kann. Und da ist es nur recht, dass man das ein oder andere guckt. Monali hat Vorwissen, also die hat mit mir auch privat ein bisschen haben wir es mal geschafft, an manchen Abenden zu zocken, was eine große Leidenschaft von uns ist, rundenbasierende Strategiespiele sowieso. Und Monali guckt schon gerne auf Stats und was sich stackt und wie so sich Sachen optimieren. Sie ist ja auch viel besser. Würde sie Blood Bowl spielen, könnten einige von euch das Buch zumachen. Aber sie mag es ja nicht, dass sie sich da wehtun. Aber dann Age of Wonders spielen und ganze Völker einäschern. Lass dir ruhig Zeit, Monali. Das brauchst du nicht stressen. Ja, wenn du immer mit mir redest, kann ich auch nicht lesen. Du meinst, du brauchst Zeit zum Denken. Ich rede eigentlich mit dem Chat. Deswegen sprichst du mich an. Ja, okay, ich bin schon still. Ich mache mal meine Überwachung währenddessen an. Und ihr könnt dann schon mal brav und artig Video auf YouTube liken, Kanal abonnieren. Ne? Ihr wisst, wie das geht. Das war kein Wunsch, das war eine ausdrückliche Forderung. Ne? Auch keine höfliche Bitte. Das ist eigentlich auch ganz so gut. Die erfahrenen Seeleute. Ja. Wieso sind deine Äffchen denn erfahrene Seeleute? Was kann das denn? Was kann das denn? Städte erhalten Gold und Nahrung und Einberufung. Eingeschiffte Einheiten, also wenn sie sich einschiffen verlachen, verursachen 20% Schaden und erhalten 20% Erfahrung. Ja, okay, dann bist du halt auf See nicht ganz so verkehrt. Von mir aus sind es halt seefahrende Dschungelaffen. Erhabene seefahrende Dschungelaffen. Oh, ich habe einen Follower verloren. Geil. Er spielt kein Blood Bowl, den folge ich jetzt. Ja, vielleicht habe ich auch einen gesperrt wegen irgendwelcher Werbung, das kann auch sein. Sowas mag ich ja gar nicht. Oh, The Cast, guckt euch auch live, die spielen heute in der League of Cakes da. Spieltag 6 endlich. Ja, das ist auch alleine irgendwie ein bisschen langweilig, Deka. Ich bin durchaus bereit, auch mal wieder mit der Community irgendwelche Multiplayer-Partien oder sowas zu machen. Aber dazu müssen halt erstmal jetzt andere Dinge durchorganisiert werden und so, dann reden wir mal über sowas nochmal. Also so ein Community Age of Wonders Party, da hätte ich Bock drauf, aber das ist so schwierig, einen gemeinsamen Termin zu finden. Guck mal, da kriege ich doch direkt so auch... Schattenaffinität, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel eine mächtige Beschwörerin wärst, ja. Wenn nicht. Schadenszauber halten 10% Schaden, Kampfmagie-Einheiten, Unterstützungseinheiten bieten zu Kampfbeginn 5 Zauberpunkte. Okay, zu Beginn hast du eine Kampfmagie-Einheit oder eine Unterstützungseinheit. Genau, du kannst eine mächtige Beschwörerin sein. Ja, Schadenszauber macht man immer, ne? Ja, schon. Das ist so umfangreich, dass das Hirn einfach sprengt. Also von daher ist es schwierig zu sagen, okay. Ich nehme das Gebiet einer anderen Stadt. Genau, da bist du wirklich so isoliert, versuchst eine Hauptstadt zu haben, zum Beispiel. Weil die so ein höherer Plauer. Ah, flinke Marschierer ist neu. Da kriegst du auch Gold pro Steinbruch. Ach, dann mache ich noch das. Erfahrene Seeleute und große Baumeister sind das, okay?
Choose your first tone. So, jetzt darf Mona die Bücher lesen. kann nicht lang dauern. Wie gesagt, der Stream ist heute fast nur Volkserstellung und vielleicht ein, zwei Runden. Und es wird eine lange YouTube-Folge. Ganz ein klarer Seelsorger. Fall. Ein Seelsorger. Ja, ein Seelsorgeraffe. Ein Mon. Ein Mons? Ein Mon. Und das bringt dich halt wieder in dieser Hochkultur oder erhabenen Kultur nach vorne. Heilstäbe kriegst du da. Okay, so fanatisch. Ja, das ist so ein bisschen mehr die Richtung. Ich sag klar, wo es lang geht hier. Ne? Und ja, kriegt man ja Produktion. Du mit deiner Produktion, das ist ja schlimm. Dann gibt's ein Materiumsbuch, das kannst du dir nehmen. Da hast du Produktion unendlich. Ich glaube, Chiromantie ist nichts für dich. Die Tentakelflutschfinger, die sind auch nichts für dich. Schon, aber jetzt in dem Spiel. Dann haben wir hier Dingens, ne? Buch der Horde. Ja, die Horde ist ja. Chaos. Und die Affenhorde. Ja. Entzünden ist auch immer lustig. Das findest du lustig. Ja. Das aber macht immer viel Schaden, die anderen nicht so. Ja, aber kein Blood Bowl spielen, ist klar. Okay, Ich mag Monalis Stimme, hört sich sehr sympathisch an, sagt Dekadenz. Ich glaube, ich sollte weniger reden. Was wolltest du denn sagen? Was soll ich sagen? Sind es wirklich Affen, die im Dschungel leben und Feuer um die du Ohren schleudern? Du willst nur dein Themenbezogenes haben. Will ich gar nicht. Ich habe nicht... Ich möchte nichts. Ich wollte, dass du mit mir wieder mal streamst. Das ist das, was ich wollte. Und dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen nach 2 Jahren. Ich bin einfach nur happy. Ich frage. Ich hinterfrage Dinge. Das Schlimme ist, sie ist noch sympathischer, als ihre Stimme klingt. Das ist das Furchtbare an ihr. Eine Quälerin. Quälen. Fernkampfeinheit, die mag ich. Ja, ich weiß, dass du Fernkampfeinheiten magst. Aber die sind so ein bisschen Pestdoktör-mäßig, das Buch. So, weiß nicht, ob das zu dir passt. Ja, so, ich kenne die jetzt schon ein bisschen. Ein Alchemistenlabor. Ich sitze so ein bisschen versetzt, ich muss die Kamera verschieben, ich musste der Mona so ein bisschen Platz machen, deswegen ist es heute so ein bisschen schwierig für mich. Die Symbole mag ich nicht. Das ist neu, das Buch der Disziplin. Aha. Das ist vielleicht für diese Affen auch interessant. Ein Mönch, aber ein Nahkampfmönch wieder. Naja, blöde Nahkämpfer, oder? Der dritte Angriff in jeder Runde hat eine Basischance und 60% für eine Runde betäubt zuzufügen. Ja, Ways of War steht im Titel drin von Twitch. Ne? Wenn du den gelesen hättest, würdest du es wissen, Digga. Sind wir schon so weit, dass wir die eigenen Community-Mitglieder beleidigen dürfen? Ja, bei 123, 24 Follower geht es mal. Das kennst du, das Buch der Wurzeln? Ein Tier beschwören. Genau. Geil. Du bist einfach ein toller Follower. Du bist einfach klasse, Deka. So muss man das machen. Muss nichts lesen, bekomme eine Benachrichtigung, klick dann einfach auf Twitch. Und dann auch ständig schön mir einen Sub reindonnern. Das sind die Leute, die einfach... Danke. Finde ich toll, finde ich cool. Mein Humor kennst du ja mittlerweile auch schon ein bisschen länger. Du bist jetzt einmal durch. Ja, jetzt bin ich einmal durch. Lest es jetzt nochmal? Jetzt lese ich noch 3-mal durch. 3-mal? Okay, alles klar. Ja, aber das sind ja hier ja? Die Erhabenen. Die können natürlich hier sowas machen.
Aber das Buch der Tiere passt ja auch zum Dschungel. Ich finde, das Buch der Tiere passt mega zu der Fraktion, die du da spielen willst. Ich habe nicht so einen Angriffszauber. Aber ich kann Tiere beschwören. Ist er auf Tier 1 Büchern unbedingt notwendig? Ist es nicht besser, Einheiten zu haben, die Damage dauerhaft immer wieder dealen können, um vielleicht Damage zu bekommen? So viel Spaß. Jetzt muss ich Munali kurz noch was überlegen, ob es ein Champion ist. Oder ein Zaubererkönig oder eine Drachin. Schätze. Oder du könntest auch ein schauriger Souverän sein. Ich finde es sehr sympathisch, wenn du der schaurige Souverän wärst, aber das ist jetzt einfach. Ja, das ist so mal gar nicht deins, das weiß ich jetzt schon. Das ist so ein Tentakelschwabbelviech, das wirst du nicht spielen wollen. Tut mir leid. Schön, oder? Ist mal was anders. Kriegt ihr woanders so nicht zu sehen. Bin ich überzeugt. Ja, der Champion, und die unterscheiden sich halt so ein bisschen, ne? Da muss man halt überlegen, was der lieber ist. Befehl. Befehl ist auch eine schöne Fähigkeit, finde ich, für dich. Mir ist echt warm neben der Mona. Ich glaube, ich muss doch während des Streams hier irgendwie versuchen zu strippen, ohne dass ich hier Nippelblitze auf euch noch verradiere. Was? Ja. Du warst beim letzten Mal, warst du eine Zaubererkönigin. Mhm. In unserer Partie. Ich hatte einen Champion gespielt, auf Fernkampf basiert. Das kann man aber jetzt viel mehr individualisieren. Viel mehr individualisieren. Krieg ich das hin, oder? Wird das jetzt gleich hässlich? Krieg's nicht hin. Nee, ich mach das wieder, da krieg ich mehr Mana. Ja, das ist nicht verkehrt. Du bist bestimmt irgendwie so... Reveal oder so ein Drache bist du. Nein, ich spiel keinen Drachen. Ich spiele keinen Drachen. Guck, was für ein glücklich sympathisches Gesicht. Noch sehen die jetzt so aus. Jetzt sei doch nicht so. Also hier oben. Jetzt mein Herrscher. Ja, die körperliche Gestalt willst du jetzt von einer Ziege regiert werden? Wolltest doch ein Äffchen haben. Jetzt klickst du die ganzen Völker durch. Das ist ja ein Volk, die Walrösser. Das sind Maulwürfe. Oh, das ist jetzt aber ein anderer. Ja, das ist jetzt ein anderer. Das sind deine Äffchen. Mhm. So. Und jetzt kannst du da oben sagen, was für einen Typ du schon hast. Das ist auch was ein bisschen neuer ist. Das kannst du jetzt besser definieren. Ja, so Bogenschütze. Waldläufer, gut, ja, Bogen, genau. So. Dann kannst du den Körpertyp wählen. Da würdest du ein Weibchen nehmen, gehe ich mal stark davon aus. Ja, natürlich liegt es an Monali. Was denkst denn du? Ich hoffe, dass du das Gesicht so hinbekommst, dass du mit dem Äffchen zufrieden bist. Ja. Mehrere Arme. Du musst ja Bogen schießen und klettern. Die jetzt ein bisschen. Ist Jessie heute da? Von Jessie weiß ich nichts. Die habe ich nicht gelesen. Nicht, dass du Monali mit Jessie durcheinander bringst hier. Nee, das ist Monali. Monali. Steht übrigens oben in der Titelbeschreibung für diejenigen, die es vielleicht mal irgendwann mal lesen. Ja, ups. Herr Weizenkonnoisseur, hab dich trotzdem lieb, aber Kopfschüttel. Einfach Kopfschüttel. So wie das Pferd gerade im Hintergrund. Einfach. Es ist Frau Benkelk hier, die hier mit mir zusammen irgendwann die Partie starten wird. Länge einstellen. Ja, das hat Fayette auch extrem gefeiert. Er hat gesagt, was ein Glück, dass man die Schwanzlänge endlich einstellen kann. Also Tail auf Englisch übrigens, falls es da irgendwelche Verwechslungen gibt. Du kannst einen sehr großen oder sehr kleinen Schwanz haben. Mhm. Was dir auch mehr zusagt. Hautschmucken. Mhm, du kannst jetzt mehr so definieren. Also wenn du das ist jetzt übersichtlicher gemacht. Früher hast du ja durch 1000 Dinger durchklicken müssen. Jetzt kannst du dir so irgendwas auswählen oder sagst du, lässt den Hautschmuck weg. Ich bin kein Freund von Hautschmuck. So voll nicht.
weil dann die restlichen Sachen nicht mehr so gut individualisiert sind. Das sieht aus wie so ein... Ist das der Pavian? Oder ein Mandrill? Mandrill, ja. Ein Mandrill. Sehr gut. Hey. Wow. Doch ein bisschen was abgefärbt von... Abgefärbt? Von Herr Benkesch. Ja, du hast selber dein Wissen über Affen. Ich weiß, du bist eine Affenexpertin hier. Du hast ein Haus mit 3 Affen, mindestens. Also die Gestaltungszeit von Monali, wie gesagt, ich hatte es euch gesagt, für Charaktergestaltung roundabout 1 Stunde. Ich werde ein bisschen schneller sein. Und um schlussendlich zu entscheiden, den Hautschmuck nicht zu nehmen. Ja, ich hab's gewusst. Ja, 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 guck du nur. Die Pose würde ich lassen. Ja. Sie klickt alles durch, Leute. Sie klickt alles durch. Du machst es genauso wie Dekadenz, das sind meine guten Follower. Einfach draufklicken, reinkommentieren, Sub da lassen und I'm very happy. Da sehe ich die sympathischen. Nein, jetzt doch nicht. Jetzt nimm doch die da. Die da ist doch die da. Guck doch schön da noch, halbwegs da. Nein. Please hold the line. Bitte halten Sie den Löwen. Aber ich finde es cool gemacht, wie sie das jetzt gemacht haben, oder? Das ist doch viel übersichtlicher als vorher, wo du dann 24 Augen durchklicken musstest. Ich kann mich nicht erinnern, wie es vorher war. Ich habe das einmal gemacht. Es waren Slider. Klick, 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 so wie bei der Pose. Ich kann mich aber erinnern. Mhm. Ah, die Frisur. Bitte habt nicht 28 Auswahlmöglichkeiten. Bitte habt das nicht. Nee, das sind ja nur hier die paar. Ach, ja. Gibt es bestimmt Mods, dass man noch mehr Frisuren haben? Ja, ich hol dir einen Mod für Frisuren, nein, okay? Frisuren. Du brauchst keine Frisuren, bis ich den Mod da hab. Ich weiß genau, wie es läuft. Ich weiß noch, wie es bei Wildermiss war. Das erste, was ich als Mod holen musste, waren Frisuren. Das stimmt überhaupt nicht. Ist wohl wahr. Ich habe das ja kaum gespielt. Du hast es am meisten gespielt. Nee, die hat so ein bisschen geflochtene Haare. Ja, finde ich ja schön. Guck mal, so sieht die doch nicht mehr so belämmert aus, wie du gesagt hast. Die hat aber nicht bis in Spitzen gefärbt hier. Das ist ja nur der Ansatz. Es ist nur bis zum Ansatz gefärbt, liebe Entwickler. Es geht für Monali gar nicht. Sie hätte ja gerne ein bisschen mehr. Mehr. Du hast aber auch hier Haarfarbe unten, ne? Dann kannst du ein bisschen. Ja, du musst auch deinen Slider hier benutzen. Ah, da ja, ist so ein Ding zum Runden. Du hast die Maus jetzt, ja? Da kannst du unten und oben, je nachdem, wie es dir lieber ist. Mhm. Mhm. Nachtdigger-Prinzip. Bei Planet der Affen gab es aber hübschere Affenweibchen. Hätten die sich ja mal etwas mehr Mühe geben können. Ja, gell, was Deka sagt, ne? Die hätten sich mehr Mühe geben können. Oh, Werbeunterbrechung in 1 Minute und 24 Sekunden, ja. Aber das interessiert Deka nicht. Ja, die Werbeunterbrechung, damit man nicht gucken muss, wie ich die Haarfarbe auswähle. Also dann würde ich lieber zugucken, wie du Haarfarben auswählst, muss ich ehrlich sagen. Bei der Werbung, die da reintriggert, dass sie dir irgendwelche Wundershakes andrehen wollen, die als Nahrung gelten oder irgendwelche Kissen, dass du da besser schlafen kannst, dann kriegst du einen zu viel. Oh, jetzt kommt's raus. Da habe ich mehr Auswahl. Ja, zum Glück. Zum Glück. Oh, das sieht aus wie eine Mumie. Highlights und Balai Age? Was ist denn Balai Age? Bailage? Peinlich, ich habe das Wort noch nie gelesen. Krass, 38 Runden ums Zentralgestirn gedreht und ich habe dieses Wort noch nie gelesen. Ich würde jetzt googeln, um das rauszufinden, aber... Ich habe mein Leuchtstein hier. Ein Frisurending ist das. Ja, danke. Ich muss das nachher echt googeln. Das ist so, das ist immer für mich so ein Highlight, wenn ich so einen Begriff zum ersten Mal lese. Nach so langer Zeit, ne, denke ich so, ey, bin hier auf diesem Moosklumpen so lange, jetzt müsst ihr eigentlich alle Worte kennen und BATS, Weizenkonnoisseur einfach. Bam! Lass dir ruhig Zeit, wir streamen heute. Wir sind jetzt gerade bei 34 Minuten, bei denen von den 34 Minuten ungefähr 24 Minuten in dem Designer drin ist. Ich brauche ein Krönchen. Aha. Ja, das ist ja irgendwie der Umhang. Das ist irgendwie so ein langer Umhang, der
Verhältnis sich doch nur in den Bäumen. Wenn die Völker erstellt sind, schmiert der Rechner ab, dann fangen wir noch mal von vorne an. Danke, danke, Deka. Dankeschön. Ah, das ist so. Was ist denn der Unterschied? Na, hinten bei der Schulterpartie. Du musst halt hinten gucken. Du guckst die ganze Zeit vorne. Ah, da ist noch so ein blöder Uhang da. Ja. Yep. Deswegen dreht die da in dem Optik den Rücken dir zu, um dir zu zeigen, kann, dass es... Ja, die kann da keinen Umhang gebrauchen, da verheddert die sich nur. Das finde ich überhaupt nicht. Als Bogenschütze mit einem Umhang, das ist total lächerlich. Ich habe das schon immer lächerlich gefunden. So, jetzt. Ja. Die Rüstungsfarbe kann ja, ins grün oder... Ah, das ist dann dieses, das Kleid ist eh grün. Ja, das ist hier die genau. Ich bin ja die erhabene Elfin, muss natürlich Gold drin haben. Die erhabene Elfin bist du? Okay. Sie ist die erhabene Elfin. Richtig, richtig bitte schreiben im Chat. Wer das verkackt, raus. Erhabene F hin. So, ja. Das wäre gar nicht so schlimm, wenn Mona nie mehr reden würde. Mhm. Beginnt. Du hast so noch eins übersehen, das gehst du nochmal bitte kurz auf die Zurücktaste, das ist mir wirklich wichtig. Du hast das Wappen und das Volk übersehen. Ach, da muss ich noch umklicken. Du musst nicht, du kannst. Ja, so eine Sanduhr, die passt natürlich nicht. Was haben wir denn hier? Das ist doch neu. Das ist neu. Da, wo WW dran steht, ja. Ist neu. Ah, da gibt es ein Affengesicht. Das ist ein Gorilla, ja. Links ist ein kleines Äffchen. Mhm. Nee, wir machen das böse Gesicht, um die Leute zu vermehren. Oh ja, das finde ich gut. Und wir sind ja eigentlich sehr glücklich und sympathisch. Mhm. Aber? Aber, um die Leute abzuschrecken, machen wir so ein Wappen. Das finde ich gut. Habt ihr gehört? Mona Lisa ist abschreckend. Schwarz würde vielleicht ganz gut passen. Aber nee, ist zu dunkel, ne? Nee, blau. Ja, warum auch nicht? Finde ich schön. Schönes Wappen. Feiert mal Mona Lisa Gestaltung. Ich bitte mal hier um Applaus für diese Leistung hier. Und das Volk kannst du jetzt auch ein bisschen umgestalten, wenn du willst. Du kannst sie größer, kleiner machen, du kannst die Armlänge größer, kleiner machen. Ich lasse sie meistens so, wie sie sind. Die kriegen längere Arme und die kriegen längere Beine. Okay, die cool. Die besser klettern. Ja, okay, cool. Das jetzt sind sie so, weiß nicht, was du bei dir da als Hautfarbe ungefähr eingestellt hast. Die mache ich meistens auch ähnlich wie die Anführerin, aber das hat nichts zu heißen. Die können jetzt auch... Das ist natürlich auch Gold. Das ist Banane. Nein, das ist Gold. Okay, es ist Gold. Es ist Gold. Und die Schwanzlänge kannst du bei denen auch bestimmen. Du kannst bei denen auch die Hautschmuckdinger bestimmen. Und du kannst auch das Reittier bestimmen. Und da bin ich sehr gespannt, was alles dabei ist. Ich weiß es. Schwanz zu klettern. Wieso hast du nur einen mittellangen Schwanz und mittellange Arme und mittellange Beine, während ein ganzes Volk länger und größer ist? Bist du eine Kleine? Ich hab auch längere Arme. Ah, hast du auch länger? Ja. Oh. Da war ich nicht aufmerksam genug. Oh, wir reiten auf einem Krokodil. Die Affen, die auf dem Krokodil reiten, das kannst du leider nicht drehen. Was ist denn da neu? Das ist so ein, ich weiß nicht, ob es benannt ist, aus wie so ein Warg, aber ein Schneewarg. Also ein Säbelzahntiger, der wird ja zu uns kommen. Also ich finde, einen Säbelzahntiger fände ich mega geil, wenn du den nimmst bei dieser Fraktion. Den fände ich richtig cool. Ich mag Säbelzahntiger, den nehme ich. Du magst die? Ja. Your journey begins. Hoch die Tasse. Prost. Applaus, schreit er hier. Spielt ihr gegeneinander oder als Allianz? Das werden wir rausfinden, wie wir uns leiden können. Ne? Vielleicht haben wir uns die Prübe ein oder vielleicht spielen wir zusammen, Mona Lisa. Das ist ein Free-for-All. Ne? So, jetzt muss ich hier... Also Mona Lisa sitzt echt weit weg und muss laut reden, damit ihr sie besser hören könnt, wenn sie zu laut redet. Mama ist laut, das triggert unsere Kleinstlebensform hier in ihrem Nest. Samira heißt sie. Oh. Mhm. Und was ist der Nachname? Soll ich vielleicht tippen? Die Sonnige. Samira die Sonnige, wirklich? Ja. Ernsthaft? Ja. Okay. Samira die Sonnige, bitte heißt sie alle herzlich willkommen. Und der Volksname, den hatten wir ja jetzt auch gehabt. Diesmal möchte ich es nicht verdunbeuteln. Jungle Mons, habe ich das richtig geschrieben? Mhm. Cool. Und wie würdest du denn deine Hauptstadt benennen? Bananana oder irgendwas anderes? Kokonat oder irgendwas Freundliches? Was, wie heißt deine Hauptstadt? Monapolis? Mhm. Oh, so hast du. Samhain? Also A? Samhain?
Samhain? Sam von Samira. Ah, das Samhain. Ah, ja, jetzt ergibt das alles einen Sinn, wo du das gerade so sagst. So, Herrscher Ambition. Was bist du? Ambitionen? Ich glaube, das ist eher was für die KI. Ja, ja, ich sehe es, ich sehe es. Warte mal, erstmal. Angstmacher, Ausbilder. Bananoli, sagst du, Wukong-Clan. Sehr geil. Butler, ist der Hellwild-Schätze? Nein, Dominator, nein, Duoland passt nicht. Erkunder, ist der Hellwild die alten Wunder der Welt erforschen? Eroberer bist du jetzt eigentlich nicht in der Hinsicht vom Playstyle immer. Erkunder bist du? Ist schon eher so. Hirte. Ich weiß, hab gar nichts gesehen bei Hirte. Also Hirte finde ich eigentlich ganz cool. Das wird ganz cool da dazu passen. Ein Kampf nur zusammen mit Tier- und Pflanzenelementareinheiten gewinnen. Es gibt nur zusammen. Ich habe nur Tier- und Pflanzeneinheiten. Ja. Nee, habe ich aber nicht. Könntest du dir zusammenbauen? Geringfügige Ambitionen, okay, das gibt Ansehen. Ansehen ist eine neue Ressource im Spiel, übrigens. Okay, okay, Untoten vernichten. Das wäre natürlich auch was, was passen würde, dass du das nicht in deinem Dschungel nicht akzeptierst. Eine Plage. Ordnungshöger, ja. Aber Goldstufe halt. Von der Schwierigkeit? Ja. Eigenhändig eine Einheit des Rangs legendär im Kampf besiegen. Verteidiger, okay. Habe ich auch noch nicht gesehen, Leute. Also muss man sich entscheiden, ist nicht nur was für die KI. Die KI-Persönlichkeit steht darunter. Findest du beide super, ne? Ja, finde ich auch. Sammler findest du, dieser Held will eine vollständige Sammlung mächtiger Artefakte anlegen. Das passt schon zu dir, ne? Bist du so eine kleine, ja, das ist schon, das ist, ja, okay, dann bist du die Sammlerin und die KI-Persönlichkeit kannst du auch mal... Samira, die sonnige Sammlerin. Oh ja, okay, alles klar. Ich hab's schon verstanden, ist angekommen, alles klar. Beharrlicher Diplomat, ein friedliebender Herrscher, der ans Gute und an Beziehungen glaubt. Harmonische Weise, ein nachsichtiger Herrscher, der Bündnisse und Erkundung schätzt. Ein beschützender Weiser, ein wachsamer Herrscher, der auf Vasallentum und Magie setzt? Oder irgendwas anderes? Das ist eine KI-Persönlichkeit, die ist jetzt nicht, du bist ja, die spielst es jetzt, das könnte ich jetzt einfach mal schnell einstellen. Ja, dann hat die doch Bündnisse, ja, harmonisch. Ja, harmonische Weise würde ich auch sagen. Jetzt haben wir schon mal dein Volk erstellt. Ich hoffe, dass das Spiel das jetzt kapiert, dass ich noch ein zweites erstellen möchte und ich das jetzt nicht sofort in die Partie hüpft. Ja, ich gehe mal noch vor, weil es muss ja auch irgendwann gespeichert werden. Huff! Oh, okay, Samira, die Sonnige haben wir jetzt nach 43 Minuten erstellt. Das war doch, das ging schnell. Ja, davon hast du ja auch 20 Minuten vorher schon geredet. 20 Minuten? Your journey starts here. What is your people's home? Der liebe Ben Cage, der ist sehr glücklich, weil er jetzt Ogre spielen darf. Aber eigentlich gebe ich hier auch Fayette recht. Das sind eigentlich Oni, wenn man das so aus dem Asiatischen her kennt, die in diesem Fantasy-Bereich. Von daher gucke ich mal, was die heute mitbringen. Nahkampfangreife erleiden Feuerschaden, inneres Feuer, okay. Feuerwiderstand, Nahkampfangreife erleiden Feuerschaden. Ah, okay, der Gegner erleidet Feuerschaden, wenn man gegen Oni kämpft. Nein, das wollte ich jetzt nicht machen. Rasche Erholung, Armeen können länger auf der regenerieren, zusätzlich 10 Trefferpunkte, das ist cool. Und ihr seid, haben mehr Trefferpunkte, das finde ich schon mal beides geil. Nur werde ich inneres Feuer deaktivieren. Das will ich nicht. Samira, die sonnige Sammlerin. Im Real Life übersetzt Helga Müller, Bürgergeldempfängerin und Messi. DK ist ein ganz netter. Uff, böse, sagt Mr. Weizen. Ja, das war hart an der Grenze, ich weiß. Das war hart an der Grenze. Schämen Sie sich. So,
Wie viele Punkte? Ich habe noch 2 verfügbare Eigenschaftspunkte. Okay. Dann sind die jeweils einer gewesen. Okay. Bewältigung. Verteidigung, Rudeltaktiken, unterbrochene Kakophonie. Nein. Zäh. Das überlege ich stark. Wiederholte Nahkampf, physische Fänge von mehr physischen Schaden. Nicht wiederholte Nahkampf, physische Fänge von 4 Schaden. Okay. Schnelle Reflexe. Robust könnten sie auch sein. Mehr Verteidigung. Ich würde jetzt irgendwas mit 2 Punkten nehmen. Das hoffe ich, dass ich mich schnell entscheiden kann. Ich sag einfach mal, die sind stark. Genau, so. Die sind rasche Erholung, genau, sie sind abgehärtet, richtig, und die sind einfach stark. So, fertig, das passt mir ganz gut, weil das sind so, ich werde jetzt eintrollen, diese Fraktion, das kann ich schon mal vorab sagen. Dann haben wir das schon mal, also auswählen. What is their origin culture? Wir nehmen den Eidschwur, der ist neu, auf jeden Fall. Und dann haben wir einmal die Harmonie, ich guck mal ganz kurz beim Eidschwur, was hat höhere Einberufungseinnahmen, schwört Hingabe zu einem Eid, genau. So, und dann gucken wir uns den Eid an, der Eid der Harmonie, du erhältst Beziehungen zu freien Städten und Herrschern. Wenn du eine Stadt Vasallen machst, beginnt die Phase mit Vasallentum und Schilf und Gut. Einheiten der Kultur haben übereinstimmen, du wirst stärker jede Hingabe gegenüber der Eid. Okay, das haben wir hier. Das die Rechtschaffenkeit. Nein. Und Streit macht. Ich werde tatsächlich die Harmonie wählen in dem Fall. So langweilig das jetzt erstmal klingt, aber das ist das, was ich haben möchte. Ja. Da links ist ausgewählt. Ah, es ist schon ausgewählt, okay. Cool, danke. So, beim Bereich Nahrung fällt dann sagenumwobener Jäger weg, Seeleute, versierte Siedler, das Gründen von Seelenkrank und weniger, neu gegründet stand anhand der Bevölkerung. Okay, das ist nicht ganz das, was wir suchen. Muss ich kurz nachdenken. Das überlege ich tatsächlich so zu machen. Was macht denn der flinke Marschierer, der neu ist? Okay, das ist auch nicht unbedingt das, was ich jetzt hier mit der Fraktion sehe. Nicht zwingend, sage ich jetzt mal. Okay. Also Imperialisten sind wir schon, auf jeden Fall. Die Thronstadt und Städte, die eine gemeinsame Grenze mit der Thronstadt haben, erhalten 20 Schatzstabilität und 20 Gold. Und wir haben direkt eine Bevölkerung mehr. Ob ich jetzt Vereiniger bin, das weiß ich jetzt noch nicht so richtig. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Sind wir Runenschmiede? Nee, das passt alles nicht so ganz. Nicht ganz zu meiner Vorstellungswelt, aber dann müssen wir halt irgendetwas nehmen, wo ich sage, okay, dann, das wäre aber zu so viel Hochkultur schon für die. Aber es hat einen Grund, warum ich das gleich machen werde. Ja, das kommt dazu. So, dann haben wir das da, also Imperialisten und auserwählte Vereiniger sind wir. Das ist sehr viel auf Hoch. Jetzt gucken wir mal, was wir im Buch machen können. Du hattest das Buch der Tiere genommen, gell?
das ist es. Ja. Und dazu kommt das Buch des Gesteins. Wir können auch noch einen zentralen Steinbruch machen, weil wir sind ja sowas wie Trolle. Oh, das ist ja gut. Jetzt kommst du damit. Oh, was haben wir denn noch im Chat gehabt? Okay, alles klar. Okay, das lese ich jetzt mal nicht vor. Aber geil. Okay, dann haben wir das einmal. Das nehmen wir jetzt das Buch des Gesteins. Passt auch ganz gut. Ich möchte einen Champion spielen. Das ist dann auch, ich habe mir vorgestellt, entweder das eine oder das andere, je nachdem, was du da machst. So, dann haben wir das schon mal. Reveal yourself. So. Taschenkläfe, okay. Krieger. Klasse Krieger. Kestus, was macht das? Himmel, Herrgott. Einfach nur, ja, okay. Großschwert. Nee. Da nimmt auch das Schwert. Hält 20% Schaden pro zurückgelegtem Feld, bis zu 3 Felder, hier Verteidigungsbogen. Ja, das will ich haben. Dann nehme ich das Großschwert. Der Boxhandschuh. Nee, der soll so große, der kriegt eine große Keule. Das ist ja die große Salami von dem. Ich hoffe, ich kann da was Lustiges machen. Körper bleibt platt, meine Beinlinge bleiben auch. Okay. Hautfarbe. Was wird's in die Treurichtung? Muss ja doch dicker sein. Ich will ihn auch dicker machen noch, ja. Ich will ihn auf jeden Fall drolliger machen. Aber... Sind die nicht grün, die Trolle? Ja, sie können zu den Grünhäuten. Aber eigentlich haben sie graue Haut oder sowas, normalerweise. Also deswegen machen wir es so mal, so in die Richtung irgendwie. Und dann dicker, hast du gesagt, ne? So richtig dick. Das passt doch, oder? So von der Dicke her ist doch sehr geil. Und dann nochmal noch längere Beine, sind sie noch größer und noch längere Arme. Und dann sind sie einfach riesengroß. Ne? Die sind einfach riesengroß. So machen wir das. Wollen wir da ja nicht so viel Verrücktes machen. Ich mache auch gleich das Wappen. Tatsächlich möchte ich das gleich haben. So, was nehmen wir denn? Nehmen wir irgendwas von den neueren Sachen oder nicht? Fragen. Ich habe Fragen. Auch bei mir geht das nicht so schnell. So was mache ich ja oftmals normalerweise als Vorbereitung. Und dann dauert das Ganze ein bisschen immer, nicht so lange. Siehst du, ich war schneller beim Wappen. Du warst schneller beim Wappen als ich? Beim Symbol auf jeden Fall. Findest du? Mhm. Ich suche irgendwas zu essen. Zu essen? Ja, essen. Trauben. Ich dachte, du suchst eine Ziege. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Trolle Trauben essen. Hast du eine Ziege gefunden? Nee, einen Schwan. Den können auch einen Schwan essen. Ich finde den nicht. Da oben. Wo oben? Links. Oben links. Und runter. Ach, da ist ein Schwan zum Beispiel. Oder auch noch so ein anderer Vogel. Noch so ein anderer Vogel? Ja, aber ich weiß nicht, das passt ja nicht zu den Trollen, ne? Ja, du wolltest was zu essen. Ja, irgendwas Leckeres. Das Käsemesser, wo finde ich denn das Käsemesser? Siehst du das Messer? Der Weizenkonditor redet von einem Messer. Überkreuzte Äxte. Für die Trolle wäre ja auch gut. So ein Streitkolben ist natürlich auch ganz nett. Aber eigentlich suche ich halt was zu essen. Aber wenn ich da jetzt nichts Gescheites finde, dann nehmen wir halt einfach jetzt, keine Ahnung, die Keule. Was ist das da für ein Kopf? Ist das ein Wolfskopf. Ah, ein Wolf, die essen vielleicht auch Wölfe. Nein, die essen keine Wölfe. Da kriegst du Bauchweh von. Die kriegen jetzt diese Keule. Ich lasse jetzt einfach diesen verdammten Streitkolben. Vielleicht essen sie ja auch eine Keule. Mit so Hunger. Du spielst in der Farbe grün, gell? Oder sowas, in der Hauptfarbe, ja. Glaube ich, ja, ja. Das war, glaube ich, irgendwie grün. Das ist aber auch irgendwie so grün. Grün, ja, und grün. Das ist ein helles Grün. Das beißt sich irgendwie, aber das Orange tut auch irgendwie weh. Oder ich spiele einfach mal in Schwarz. Mhm. Komm, wir spielen einfach mal in Schwarz. Und der Streitkolben, der wird... Wie wetten der? Was denn ich das? Oh ja. Gelb. Ja, gelb passt ganz gut. Gelb, schwarz-gelb mag ich eh.
Passt ja schon mal ganz gut. So, Hautschmuck mag ich keinen. Schwanzlänge ist jetzt hier. Tatsächlich, die haben Schwänzchen. Die haben aber nur einen ganz, ganz kleinen Schwanz. Mhm. Die wollen auch nicht klettern. Ja, nee. Da kommt es auch nicht auf die Schwanzlänge an. Ganz ehrlich nicht. So, die Pose lassen wir. Die ist lässig, ne? Die ist voll lässig. So mit dem Schwert schön über die Schulter. So, Kopf. Jetzt wollen wir ja auch in, irgendwas machen, wo die nicht so ganz, okay, hässlich sind. Tja. ja, nee, nein. Das sind so ein klein. Na ja, komm. Ein bisschen Hauer wollen wir haben. Trollaugen. So. Frisur. Ich glaube, ich bin schlimmer als du. Ich stelle gerade fest, dass ich schlimmer bin als du. Ja, du willst jetzt mehr Frisuren, ne? Ja, jetzt will ich auf jeden Fall mehr Frisuren. Die da waren nicht besser. Welche? Die da? Nee, die da. Die da. Ja, die ist irgendwie cool, ne? Die ist irgendwie cool, das passt zu den Trollen. So, Hörner. Warum müssen die denn Hörner haben? Ich will die Option haben, keine Hörner. Ja, kannst ein abgebrochenes nehmen, du hast nur eins. Ja. Was unterscheidet denn das von dem anderen? Ich habe zwei abgebrochene. Ja. Oder keine Hörner. Warum so keine Hörner? Genau, das finde ich das okay. Und es gibt einen sogenannten Bartstil. Ja, Trolle. Ja, der hat jetzt so einen Ziegenbart. Ja, sehe ich. Ich glaube, wir lassen das so. Das ist okay. Von mir aus passt das ganz gut. Ja, so. Wurscht. Haarfarbe oben. Ja, komm. Einfach so. Haarfarbe unten. Das passt mir schon so. Das ist schon okay. Ich bin echt froh, dass es jetzt so gemacht worden ist. Also ich finde es wirklich besser. Einfach besser, besser. Weniger ist manchmal mehr. Oh, guck mal, das ist ein bisschen Bondage. Hey. Da die Seile. Ich nehme jetzt einfach die Seile. Helm? Nee, bei denen gar kein Helm. Das ist ja furchtbar. Guck mal. Geil. Mega stark. Umhänge. Ja, irgendwas Pelziges oder gar nichts. Ich glaube, ich entscheide mich einfach für gar nichts. Der kriegt dann mit meinem Umhang nichts. Nope. Nein, der muss so klarkommen. Der Arme, jetzt friert er. Der friert nicht. Mir ist warm, der hat jetzt auch nicht zu frieren. Ja, es sind Grünhaut. Wenigstens ein bisschen. Die gehören zur Grünhautfraktion, dann kriegen sie wenigstens sowas. Okay, ging ja eigentlich, ne? Schon mal, ne? Ich finde den cool. Findest du den cool? Ich finde den cool. Das ist jetzt mein Anführer, ne? Okay. Dann haben wir das hier, Volk. Fett und dick bitte. Länge Arme, lange Beine. Das war, glaube ich, dieses Grau. So. Armee-Rüstungsfarbe. Hatte ich so ein bisschen grünlich gemacht. Sieht fresh aus, ne? Finde ich auch mega geil. Die Armhaar... Was? Die Armee-Haarfarbe. Ja, einfach. Ja. Die Schwanzlänge? Nein, 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 weg damit. So, das Reittier. Du kannst ja das neue Reittier nehmen, die haben sie da stehen. Ja, ich denke, das ist auch tatsächlich, nee, dass das für die passt. Ich meine, das sind verdammte Trolle, die auf einem Riesenwolf reiten. Deswegen hatte ich überlegt, ob ich rotblink-technisch den Bär oder sowas nehme, weil der halt nochmal ein Stückchen, ne? Ist halt ein Bär. Auf dem Bär lässt sich für einen Troll auch eher reiten. Ja, aber der guckt böse, der Arme. Und du findest, der guckt nicht böse? Doch, der guckt böse. Der Bär guckt nicht so böse. Ich bin aber keine böse Fraktion. Ja, aber du siehst so aus. Guck mal, dieser Magier mit diesen Feueraugen. Uns hat das Leben... Der sieht auch nur so aus. Ja, eben. Ich kopiere einfach deine Taktik, das kulturelle Aneignung und so. Okay, Anführervolk habe ich gemacht. Ich glaube, jetzt gehen wir hier einfach mal weiter. So. Und da ist er wieder. Ihr kennt den Oklok. Da, Mampfa. Und das ist auch kein Großmeister.
So, der Chefkoch, Oklo und der Mampfer. So. Ich habe gerade verstanden, ehrwürdige Sackgestalten. Schneckengestalten. Das sind die Dakukas. Und die Name der Hauptstadt ist. Nein, Leerzeichen, hallo? So, der Bigast-Kochtopf. Das ist schon mal das. Und was mache ich jetzt hier? Angstmacher, Butler, Dominator, Duellant, Erkunder, Eroberer, Herausforderer, Eroberer. Die Belagerung gegen eine Thronstadt gewinnen. Boah, das ist aber schon hart. Allgemeine Belagerung gewinnen. Okay, Freibeuter, Herausforderer, Hirte. Der Schlund, sagst du? Ja. Geändert. Danke. Okay. Ich verstehe das jetzt, warum nicht das eine erheblich ist, weil 500 hast du ja ganz schnell erreicht. 500 höher als dein. Ah, aber das muss er alleine machen. Das muss er wahrscheinlich alleine machen. Hä? Nein. 500 höher sein. Also sie muss, okay, klar, Imperialist, Plünderer, Schürfer, Verteidiger. Nee, dann bin ich hier, da. Oder er will sich mit tatsächlich, nee. Wo waren das jetzt? Herausforderer. Dieser Held will im Kampf herausgefordert werden. So, fertig. Ganz einfach. Aus die Maus. Schluss mit lustig. Ende Gelände. Ein strenger Herrscher, der eine strenge Gesellschaftsordnung glaubt. Genau das ist das. Ja, ja. Es geht alles ums Essen. Dankeschön, DK. Schönen Feierabend wünsche ich dir. Das tut mir sehr leid, das mit dem Herr der Ringe, wirklich ausdrücklich. Dankeschön, Dankeschön. Meine besten Zuschauer sind gegangen, jetzt wollen wir endlich loslegen, das Spiel zu spielen, hauen die einfach ab. Ist jetzt zu langweilig. Ja, denen wird es jetzt wirklich zu langweilig, ist mir klar. Also vorwärts, die anderen KI-Sachen, die lassen wir einfach zufällig, das machen wir jetzt, da lassen wir uns überraschen. Und dann hätte ich gesagt, bestätigen. Bist du bereit? So, einmal bitte durch die Ladezeit, meine Damen und Herren. Denkt dran, ne? Liken, Kanal abonnieren, auch wenn diese Folge sehr, 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 sehr lang ist. Und die werden jetzt immer länger sein, weil wir einen einfach durchstreamen und es dann, ich dann, nachdem die Mona Lisa sich da verabschiedet, alles weiterverarbeite, hochlade für euch und dann könnt ihr euch das dann fröhlich angucken. Ich bin sehr gespannt, wie die Karte und sowas aussieht. Ich freue mich schon richtig. Und die Einheiten. Ich glaube, es gibt Dschungel. Du glaubst, es gibt Dschungel. Ich muss einen Schluck trinken. Nee, war kein Wein. Du bist dran. Samira, die Sonnige, ist dran. Mit dem Buch der Tiere. Sehr cool. Soll ich steuern oder möchtest du? Nee, ich komme da nicht richtig dran. Ja, Herrin, dann würde ich einfach sagen, ich schiebe mal hier die Sachen hinweg. Bin erweckt. Mehr Geistschaden machen die dadurch und aktiviert alle schlummernden Eigenschaften. Wenn du erweckt bist, kriegst du nochmal dazu gestärkt. Nochmal 10% mehr Schaden und ja. Aha. Ein Stärkungszauber. Und da kriegst du den Gegner abgelenkt, dass du dauernd Flankenangriffe machen kannst und sowas. Ach, das sind meine die kann ich gar nicht auswählen. Das sind die Startzauber, die wählst du nicht aus, die sind einfach da. Produktion. Also wenn ich dir irgendwas zu dir schieben kann, ich tue es gerne. Ah, ich merke, ich muss meine Kamera doch noch ein bisschen versetzen. Tja, ich mache erstmal vielleicht ein Lagerhaus. Ja,
Na, Wachstum ist ja nicht verkehrt. Und dann vielleicht mal ein Späher noch. Mhm. Und die, ne? Lichtsucherin, ja. Ist auch ein Späher. Ja, kannst du da Rechtsklick drauf machen. Dann sieht man die Einheit wenigstens mal. Auf das, ja. Ich zeig das immer meinem Publikum gern, wie die aussehen und so. Ich finde es nämlich echt schön gemacht eigentlich. Also wenn deine Soldaten ein bisschen grimmig gucken, das ist okay, oder? Die nee. Eine fröhliche Affenbande. Eigentlich nicht. So, ja, dein erster Zauber. Das sind die Wildsprecherinnen, die können mir einmal einen Giftschuss schießen, die können ein Tier beschwören, was für 3 Runden da ist. Und die können das nochmal buffen. Da machst du einen Zauber auf dem Geländefeld und wird ein zufälliges Tier dem Geländetyp entsprechend beschworen. Das machen wir mal. Ja. Du bist halt flexibler, nicht von der Stadtproduktion abhängig. Ich würde jetzt auch gucken, mal mit dem Speer. Hast ein Gebirge. Du kannst auch rauszoomen, wo du dich ungefähr befindest auf der Weltkarte. Also wir haben jetzt mehrere Schichten natürlich. Das kennt ihr so ein bisschen. Also wir haben einfach den Untergrund und dann haben wir die Umbrakluft. Und ja, ein Wissensvorrat liegt da oben. Mhm. Ich glaube, war nicht schlecht. Ja, eine Runde gespart. Mhm. Und ein paar neue Einheiten sehen wir da auch schon, da oben. Mhm, die besetzen ein Feld. Mhm. Soll ich dir dieses Zeug rüberschieben? Ich kann das doch einfach zu dir rüberschieben. Ja, du schiebst rüber. Also so einfach war es nicht. Ich habe mein Leuchtstein ist runtergefallen. Das ist richtig, das ist eine Straße. Da geht's schneller vorwärts. Kannst aber nichts einsammeln. So, wo gehen die dann hin? Also das Einzige, was ich jetzt wahrscheinlich gesehen habe, was man von Anfang an gut angreifen kann, ist da oben halt jetzt. Ja, ansonsten ist es jetzt gerade ein bisschen schwierig. Klick die mal an, machen wir da einen Rechtsklick auf die drauf. Was haben wir hier Neues? Einen gesegneten Drachen ist das. Ach, ein Drachen. Ja, und ein Verfolger, ein Goblin. Ein Goblin mit seinen 2 kleinen asiatischen Drachenfreunden. Ja, so schnell geht die erste Runde. Wir haben auch nicht lange gebraucht, oder? Diese 1 Stunde für die Volkserstellung. Aber es gehört halt zu dem Spiel dazu, Leute. Es gehört einfach da dazu. Oglok Damampfa, weltberühmt, startet jetzt auch. Fröhlich rein. Ich habe einen besseren Startpunkt als du. Du hast Dschungel, ich habe so einen normalen Wald. Ich hatte es zumindest gemeint, so zu sehen. Also ihr seht ja Buch des Gesteins, bla bla bla, hat man jetzt lange genug gehabt. Ich habe direkt einen Gesteinssturm gezogen, also weil wir ja so eine Trollfraktion spielen im Grunde. Und ich habe die Konterhaltung. Was macht die? Verbündete Einheit im Umkreis von 1 Feldern erhalten, 1 Runde einen Erstschlag, einen zusätzlichen Gegenschlag. Und Meister der Verteidigung sind die. Okay. Okay, da ist nicht schlecht. Einheit wechselt am Ende ihrer Runde immer in den Verteidigungsmodus. Keine schlechte Startmagie. Das ist okay. Was habe ich da? Ich habe da erstmal Schlangen gezüchtet. Okay. Da drüben. Okay, das ist nichts Neues. Also hier seht ihr nochmal meinen Helden. Durch das Großschwert hat er auch kein Reittier. Das wollte ich auf jeden Fall nicht, dass er ein Reittier hat. Hier haben wir ein Schwurwahrer. Das gucken wir uns dann nochmal im Kampf an. Dann sind es Schwurwachen der Trolle. Sehr schön hier. Und eine Ehrenklinge. Ja, sieht cool aus. Das ist doch schon ziemlich drollig. Ich glaube, das habe ich recht gut hinbekommen. Und hier sehen wir die Speereinheit der Trolle. Das ist ein wirklich sehr, sehr, sehr großer Wolf. Der hat irgendwie nichts in der Hand. Der schlägt mit den Fäusten zu, ganz offensichtlich. Okay. Hier ist ein großer Produktionsvorrat drunter. Du bin da Bigas Schlund. Also du bist hier irgendwo und ich bin hier. Also das ist vielleicht für uns nicht so verkehrt. Hier oben gibt es einen blühenden Obstgarten. Ressourcenknoten bei einer Aktion, 5 Nahrung, 5 Produktion. Ewig blühende Bäume, die Früchte und Holz in Hülle und Fülle versprechen. Cool. That's new. Gold, oder was? Goldproduktion sehe ich hier oben.
Hier unten ist Nahrung für mich am Anfang. Ich denke mal, ich gehe mal da hoch. Die Ecke würde ich jetzt gerne doch mal schon mal sehen, zumindest mit meinem Speer. Ja, natürlich ist er verteidigt. Eine Menge Ziegenwesen sind da. Fanatiker, ja, die wollen wir da. Du wolltest doch Ziegen essen. Ja, genau, das hat sich jetzt direkt nom-nom. Direkt erfüllt. Was ist das hier? Ein komisch dargestellter Steinbruch. Eisenlager. Das war aber vor dem Update schöner. Meine lieben Entwickler, das ist nicht schön. Optisch nicht ansprechend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das für ein Ding hier. Egal. Cool, die sind auch übrigens neu hier. Verfluchte Oger. Zum Glück sehen wir Trolle und keine Oger. Da oben ist ein Wachturm. Okay, dann habe ich schon mal mein erstes Scouting gemacht. Das gibt direkt EP. Da weiß ich noch nicht, ob ich das abknuspern will. Da will ich erst so was Neues haben. Und schaut mal, wie schön die Trolle bauen können. Guck mal, Monali. Mhm. Ne? Ist das nicht hübsch? Von wegen dumme Trolle und so, ne? Alles nur Gerüchte. Der Produktionsvorrat, der ist natürlich nicht schlecht am Anfang, aber es sind hier zwei Einheiten, da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ich kann aber ja gleich hier mich schon erweitern. Ich nehme am Anfang die Produktion, um schneller produzieren zu können, mit meinem Bonus, weil ich halt eben das Imperium, ein Imperialen spiele. Auch ich werde jetzt erstmal ein Lagerhaus bauen, um schneller zu produzieren. Und auch wir werden einen Wandersmann noch machen, um zu erkunden. Zauber. Genau, dann kriegen wir nämlich hier schön Erdwesen. Das macht uns so eine Erdhaut, die ist echt gut mit Bergtarnung und Bergwanderung ist jetzt nicht so stark, aber Roleplaying technisch nämlich Erdwesen. Das passt ganz gut ins Konzept. Okay, ich habe ja gar keine so schlechte Armee. Traue ich mich da? Okay, da sehe ich die Einstellung. Okay, mit den Ambitionen sehe ich jetzt erstmal nichts. 3-2-1 habe ich hier. Okay. Sagt er, ungefährlicher Kampf. Wollen wir den machen? Ja, reicht das noch? Ja. Ich sag mal manuell, oder? Wollen wir sehen, ne? Was die so können. Nee, Monali will den nicht übernehmen. Das ist überraschend. Ich darf ja gar nicht. Ja. Na, wenn wir jetzt schon eine neue Fraktion haben, dann wollen wir es ja auch mal kurz auf dem Schlachtfeld sehen, ne? Ja, es ist wirklich ziemlich trollig hier. Das gefällt mir. Okay, alles klar. Wir stehen jetzt halt so ein bisschen im Schatten rum. Das ist so ein bisschen schwierig. Ich habe den Sturmangriff und den Befehl. Hält ihre Aktionspunkte zurück. Das finde ich ganz gut, dass ich denen das sagen kann. Das sind die zwei Speerkämpfer. Das ist der Schwertkämpfer. Du hast was? Okay, dann den Verteidigungsmodus wechseln. Okay. Muss ich jetzt halt auch mich erstmal an die ganzen neuen Fähigkeiten gewöhnen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast was hier? Schwur der Heilung. Verbündete Einheiten im Umkreis von einem Feld auf 4 Reichweite halten 25 temporäre Trefferpunkte. Okay, und das da ist. Gelübde Reinigung verliert ihre negativen Statuseffekte, hält 3 Runden an Statusschutz. Und das da ist die reinigender Strahl. Ah, positive Statuseffekte werden weggenommen. Das finde ich eigentlich auch ganz sympathisch. Daneben. Hier stehen halt auch nochmal in der Deckung. Fand ich auch schön, dass hier jetzt so ein grüner Pfeil gewesen ist. Und hier werden auch die Symbole nochmal genauer dargestellt, was ich auch ganz nett eigentlich finde. Oder dieser Rand drumherum. Das ist nicht gar nicht so verkehrt gemacht. Okay, wie machen wir das jetzt? Wir haben ja nicht viel Fernkampfkraft. 25% ist halt schlecht, weil der da halt genau in der Belaubung steht. Wir können die beiden Unterstützungseinheiten direkt binden. Hatten die nicht noch eine Einheit mehr? Was sehe ich irgendwas? Ich sehe nichts. Übersehe nichts. Ich komme an den dran. An den komme ich aber nicht dran, habe ich das Gefühl. Nee, das hat er so gestellt, dass ich da nicht rankomme. Und die Fanatiker, ja. Dann machen wir das jetzt mal so. Du stellst dich mal hier hin. Du gehst dahin.
Ich will die handlungsunfähig wissen. Der muss sich erst bewegen. Ich befürchte auch, ja. Nein, aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich kostet mich das mehr Bewegung, ne? Verlangsamung, hohe Belaubung, okay, das war früher nicht so, deswegen konntest du dich da einfach reinbewegen. Naja, kann ich nichts ändern, ich brauch's halt beim Level-Up. Und das Level-Up-System, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist natürlich völlig neu, das wird richtig interessant. Da gibt's richtig viel zu entdecken. Da kommt nicht dran, die Unterstützungseinheit kommt dran, na ja, dann machen wir so. Dann eröffnen wir mal. Ich finde die Fähigkeit Befehl nicht schlecht, ne? Ja. Das kann schon was ein bisschen, finde ich. Okay, jetzt müssen wir halt leider Damage fressen. Da geht nichts dran vorbei. Daneben. Ein Streiftreffer. Der bewegt sich. Ne, er hat Erstschlag. Stimmt, meine Stangeneinwerfen haben ja Erstschlag. Oklok, du bist mir ein bisschen lahmarschig unterwegs, muss ich schon mal sagen hier. Boah, Oklok, essen, nom nom. Das ist schon stark, was die Fraktion so mitbringt, so für den Anfang. Finde ich die Schwertdudes mal gar nicht so verkehrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir. Den reinigen wir mal ganz kurz. Tiefenreinigung bis zum Erdkern. Ums, sollte jetzt eigentlich nur noch ein Verfolgen sein, weil die können nicht mehr viel machen. Die können sich jetzt nur noch großartig zurückziehen, nochmal ein bisschen Schaden machen, nochmal ein bisschen schießen und das war's dann. Für die auch. Streiftreffer ist halt jetzt nichts. Okay, der hat einen totalen Moralbruch. Für den ist eigentlich das Spiel auch schon vorbei. Der kann jetzt auch nichts mehr machen. Da ist am besten mit Befehl zu arbeiten. Der schießt den jetzt erstmal weg. Du kommst dran und du kommst dran. Okay, dann gehst du mal hier hin. Attackierst. 20%ige Crit-Chance war da schon dran gestanden. Ah, aber der muss ich wieder aufladen, ne? Wie lange braucht es? Ah, okay, eigentlich sozusagen 3 Runden. Gut zu wissen. Hep. Vorwärts. Oh, das ist interessant mit der Belaubung. Ich finde es cool, dass sie das hinzugefügt haben. Das bringt nochmal strategische Tiefe mit rein, dass die mehr Bewegungspunkte kostet. Ja, da ist die Moral völlig gebrochen beim Gegner. Gar keine Lust mehr. Sagen sich, muss das sein, Chef. Möchte eigentlich das überhaupt nicht so machen. Und dann Oklok. Ja, aua. Und 67 Produktion, das bringt mich natürlich auch im Bereich Kirchendingens vorwärts. In meiner Produktion von meinem Lager. Und schon ein Level Up. Oh nein. Okay. Ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Wir sind jetzt ein Krieger, das ist jetzt eine von sehr vielen Klassen, die wir spielen können und wir haben bei sterblichen Champion auch was möglich. Jetzt will ich mal gucken, was ich da irgendwie machen möchte. Also das ist ja, ja, Defensivformation, okay, alles klar, Offensivformation, ich verstehe. Erfahrene Anführer oder Wildbeute aus... Das ist gut, schneller heilen, das finde ich schon ziemlich stark. Befehl hast du schon.
Das kostet mich gar keine Aktionspunkte mehr. Entweder oder. Okay, das kann überspringen. Alles klar. Mehr Schaden oder mehr Verteidigung? Ja, das ist ein großer, dicker Troll. Der wird nicht so. Der ist der Berserkerweg oder Ritterweg. Moment, wohin führt mich das denn? Ja, dann ist aber eigentlich tatsächlich mehr Schaden mehr mein Weg. Dann gehe ich mal dahin. Juhu, dann kann ich aber hier nichts mehr auswählen. Ich habe mich jetzt entschieden, hier Berserker zu machen. Okay, ich muss das jetzt hier bestätigen. Hier drüben gibt es noch Spezialfertigkeiten. Also das, was ihr vorher gekannt habt, das gibt es jetzt halt auch nicht mehr. So ab, ist immer noch mit Level 4, 8, 12, 16 gedeckelt. Aber das hat sich hier auch nochmal verändert. Ist cool gemacht. Ihr könnt euch eure Helden, eure Champions und Helden dann nochmal viel individueller gestalten. So. So. Die Ansehensstufe, okay. Willst du noch eine Runde? Mhm. Hey, dann haben wir immerhin zwei Runden gespielt. Ah, jetzt sehe ich zumindest mal einen Namen von den gegnerischen. Ihr seht halt auch mal den Hot-Seat-Modus. Also tatsächlich... Ah, halt, darf ich noch eins machen, bevor du weitermachst? Darf ich noch eins machen? Das stört mich nämlich gerade massiv. Ich habe es jetzt gerade auch wieder nicht bemerkt. Für meine Zuschauer ist es so mit diesem Überlappen ein bisschen hässlich. Du darfst wieder. Mit der Kamera. Also es ist eine richtig, richtig bocklange Folge. Das ist natürlich bei YouTube immer pures Gift. Weil, oh Gott, das gucke ich mir noch eigentlich an. Aber ihr könnt ja, ne? Könnt ja vorscrollen, zurückscrollen. Vielleicht mache ich Timestamps rein. Vielleicht schaffe ich das mal auch. Aber heute Abend werde ich einfach das Video hochladen. Schön noch ein Thumbnail machen. Und dann ist nämlich auch Schluss für heute. So, ist das was zu besonnen? Nö, das ist einfach nur so eine Blume im Wald, so eine Stinkblume. Da ist was, aber du kannst es noch nicht wirklich genau sehen. Ah, Produktion. Ah, ich glaube, das sind bewacht. Nö, sind sie nicht. Im Glauben beruht auf der Tatsache nicht zu wissen, ne? Sieht man mal wieder. Oh. Ja, ein schönes Flussdelta und da ist dein Dschungel da oben. Mhm. Ihr habt halt am Gebirge, warum auch immer, gesiedelt. Da müssen wir jetzt aber auch gucken, ne? Ja. Soll ich es runterspielen oder willst du es? Ich komme da so schlecht dran. Dann spiele ich es runter. Also ihr seht mal wieder die Mons. Die Jungle Mons. On the way. Der Goblin mit seinen zwei Drachenfreunden. So, das sind auch Unterstützungseinheiten, ganz offensichtlich. Die schmoddern da was weg, die heilen da was weg. Und das sind alles Fernkämpfer. Eigentlich musst du ran an die, dass die nicht Schaden machen. Die Sache ist die, mit deinen vier Einheiten kommst du nicht so gut ran, ne? Was hast denn du hier? Zwillingserwachen. Das wird drei Runden, okay. Ich würde das jetzt schon ausspielen, denke ich. Das ist nicht verkehrt. Wie stellen wir uns denn da auf? Na gut, die werden auf jeden Fall auf dich schießen. Du hast hier eine Belaubung zumindest, wo du ein bisschen dich schützen könntest. Was spielst denn du? Spielst du eine Magierin? Ne, du spielst ja so eine Fernkämpferin, ne? Du spielst so eine Fernkämpferin. Auch Zwillingserwachen und heilendes Erwachen. Ich habe das noch nicht fertig gelesen, das Zwillingserwachen. Ah, wird erweckt. Genau, und wenn du nochmal das machst, dann hast du den mit dem gestärkt Bonus drauf. Was du ja noch stapeln kannst. Also du kannst sie richtig stark werden lassen, wenn du das halt machst. Deswegen hätte ich jetzt zum Beispiel tatsächlich schon gesagt, okay,
Ich mache jetzt hier ein Zwillingserwachen drauf. Ja, seid ihr beide schon mal erweckt für 3 Runden. Und dann kannst du das auch nochmal machen. Oh, da kann ich beeinflusst werden. Erweckt Sucherpfeile, okay. Das heißt, ich glaube, du triffst besser. Muss ich noch drehen? Gut aufgepasst. Und deine Schildeinheiten geben nicht nur normalen Verteidigungspunkte, gehen auch nochmal so ein bisschen magischen Schutz, okay. Nur gestriffen zum Glück. Daneben geschossen, aber geschwächt. Auf den Unterstützer und daneben geschossen. Das ist doch schon mal ganz gut. Was hast du hier jetzt? Kanalisierungsritual. Möglich das Wirken eines zusätzlichen Zaubers in dieser Runde. Nee, das brauchst du hier nicht unbedingt jetzt. Kostet dich 10 Mana, viel Mana hast du noch nicht. Ich denke nicht, dass du zaubern willst am Anfang. Wir müssen erstmal so gucken. Okay, da du jetzt nur einen Nahkämpfer hast, kannst du nur eine Einheit binden. Damage-Dealer, Heiler, also ich weiß nicht, was wir am besten angehen von diesen 3 Einheiten. Ich hätte gesagt, irgendwie vom Gefühl her, ja, den Damage-Dealer. Ja. So, du triffst jetzt hier nur mit 65%. Wenn du ein bisschen vorgehen würdest, hättest du 90% Trefferquote. Ja, das dönert ordentlich. Schön geschossen. So, da hast du noch diese Fernkämpfer hier. 50%. Die müssen vor, wenn ich jetzt mal weglaufe. Nee, das bringt nichts. Ja. Weiß ich nicht. Oder die hier schießen auf die, aber da weiß ich halt nicht. Nee, das sieht nicht so aus, als würde das lang. Da ist kein Todessymbol drauf, wenn ich jetzt auf die schieße. Aber gut, die müssten sich ja eh von denen wegbewegen, um was zu machen. Dann sind sie, gehen sie ja eh hops. Nur noch 3 Leben. Ja, also eben. Diese Drachen heilen denen. Können die heilen, diese Drachen? Ja, leider können die heilen. Die haben hier das hier. Dann schießt er doch lieber ab, sonst wird sie wieder hochgeheilt. 1-0 für dich. Ja, stehen lassen und schießen, ne? Ja. Okay, Drecksbiest. Aus irgendeinem Grund konnte er sich dadurch mit Gnade direkt heilen. Das ist cool, alles klar. Okay, der muss weg. Das ist nicht witzig. Aber guck mal, was KI gemacht hat. Möglichst weit weg vom Nahkämpfer, ne? Eiskalt. Okay, langsam. Schauen wir mal. Ja. Greifen wir den direkt an, der am nächsten steht. Gnade wurde entfernt, okay. Okay, der zieht sich jetzt zurück, sonst ist der hier jetzt Opfer. Du stellst dich da rein dann, der stellt sich dann da rein, um die zu schützen. Ich denke mal, dass der sich da auch... Ich kann mich eh durchbewegen durch Leute. Deine Leute ja können das ja. Sich selbst kann aber nicht heilen. Verbündete Zieleinheit. Ja, dann kann aber das Auge könnte machen. Das hätte ich auch gesagt. Also den da schon mal dahin, das ist schon mal sicher, dass du halt nochmal den zusätzlichen Schutz gibst. Dann macht die dann halt nochmal sowas. Dann kann die von hier aus nochmal schießen. Mhm. Besser als nix. Schade. Der Treffer war natürlich schade. Sehr viel.
blöde Gnade nervt mich jetzt schon. Das reicht nicht, ne? Weil er jetzt noch einen hohen Widerstandswert hat. Wo kommt der dran? Der muss das jetzt einfach machen. Nix mehr Gnade. Heilen oder schießen? Wir schießen nochmal, ne? Wenn dann in der nächsten Runde heilen. Ja. Das ist aber klar, wenn. Ja. So 85% von hier aus schießen. Okay. Wenn ich dann mehr mal schieße. Die neuen Anzeichen die Anzeigen gefallen mir aber echt gut, dass es dir mehr beschreibt. Früher war das nicht so. Echt ein paar richtig schöne Verbesserungen drin. Jetzt hat er wieder Gnade. Ist ja nervig. Nee, sorry, ich finde die Einheit da gerade voll nervig. Mega anstrengend. Erstmal die Fernkämpfer, sonst steht der Name nicht. Mhm. Ja. Und schießen? Also die Gnade sozusagen ein Schaden, ein Angriffsdings, vielleicht wenn höherer Schaden kommt, dass es nicht mehr so ist, aber. Also der könnte jetzt killen, ich würde jetzt nochmal eine Heilung setzen. Ich weiß nicht, ob die auf den Einheiten bleibt, aber ich würde sie jetzt. Bleibt sie nicht, temporär. War es temporär wirklich? Ist immer temporär. Ja, dann bringt es auch gar nichts. Du hast gewonnen. Oha, du kriegst 72 Nahrung und einen bösartigen Serien. Das macht dir einen klaren Blick, das ist ein Ring. Ja, und bösartiger Kill, dies einen erhöhten Moralabzug, wenn sie einen Feind tötet. Wirkt sich auf bis zu 3 Felder entfernte Feinde aus. Das ist gut als Fernkämpferin, weil du die ganze Moral brichst. Belohnung nehmen. Oh, Level Up hast du auch. Mhm. Schon mal einen schönen Ring. Du hast noch ein Level Up. Ja. Du bist. Ja. Zaubererkönig als Waldläufer, das wird ja auch interessant. Ach, das sind so Fähigkeiten hier auch noch. Mhm. Der nicht verfehlen kann. Mhm. Alle Aktionspunkte. Und das ist so, boom. Mhm. 40. 6 Reichweite, 40 Schaden. 6 Reichweite finde ich schon mal gut. Mhm. Du hast ja 30 ungefähr gemacht gegen die eine Einheit. Roundabout. Mit 3 Schuss. Das ist halt einfach ein Killerschuss sozusagen. Oh, den nehme ich mal. Ja, warum denn nicht? Ich finde aber, dass man das jetzt halt so gestalten kann, echt geil. Weil das ist halt, da kannst du halt viel mehr individualisieren. Aber Trefferpunkte haben wir leider gefressen. Das war nicht so gut. Du kannst, ja klar, durch das jetzt, ja. Da habe ich halt natürlich Gold. und da ist eine Weide. Da ist eine Weide und die bringt dir ja noch plus 2 Einberufung und plus 2 Gold. Wenn eine See oder da ein Fluss ist. Mhm. Du nutzt die Flüsse ja, halt. Das wäre schon gut. Und du hast ja oben ein richtig schönes Flussdelta, ne? Ja. Das finde ich jetzt auch gut. Die Farm jetzt gut zum Wachsen. Dann wächst sie auch in einer Runde schon wieder. Mhm. Das ist doch perfekt. Tja, wo laufen wir denn jetzt hin? Ich bin ein bisschen angeschlagen. Zurück und dann vielleicht die Straße da runter? Oder hoch zu, aber dann kannst du dich nicht gut heilen, hoch zu, sondern über den Fluss wieder auf dein Gebiet oder sowas, dass du ein bisschen Trefferpunkte mehr heilst. Meine Trolle heilen halt extrem schnell hoch, das ist ganz gut. So, ja. Soll ich noch? Noch mein Turn? Dann gehe ich aber schon mal. Du gehst schon mal, du verabschiedest dich vom Publikum? Kannst aber deine Runde da noch machen. Ja, aber dann mache ich End of Turn und bin ich Schluss, ne? Dass du wieder dann dran bist. So machen wir das, einverstanden? Ja. Mona lieber da und die ganze Zeit. Super. Tschüss.
Ja, klasse. Freut mich echt. Hat Spaß gemacht. Siehst du, du hast auch was essen können. Hat sich keiner beschwert, dass du was gegessen hast. Jetzt guck doch nicht schon wieder so. Hundebell. Oklogdam Ampha will sich hier nochmal euch präsentieren. Jetzt also mit mir alleine müsst ihr leider wieder durch. Kann man nichts machen. So, ich habe jetzt aber auch schon gleich das Problem, dass ich da ein bisschen disponiert stehe. Wobei ich sagen möchte, diesen Steinbruch hätte ich gerne. Vielleicht kann ja noch einer sich weit genug bewegen. Ansonsten wird das eine sehr, 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 sehr kurze Runde. Ich bin ja so einer, der gerne den Straßen lang läuft. Jetzt kann ich mich auch wieder so setzen, dass ich mittel drin sitze, merke ich gerade. Guten Morgen. Da oben ist ein Wachturm. Es ist jetzt natürlich, egal wohin ich laufe, alles doof. Wir haben die Straße, irgendwie was muss man sich mal entscheiden. Und ich gucke mal jetzt in diese Richtung weiter. Und wir begegnen Kontakt mit den brüderlichen Meilenstein, so heißen die. Ich habe meine Vasallenfraktion gefunden, Monali. Jetzt guck doch nie. Auch wieder nicht richtig. So, Waffenbrüder, die inspizieren wir natürlich. Ja, wir geben ihnen natürlich einen Flüsterstein. Wir haben ja auch einen mehr, also das ist ja auch was, ne? Oh cool, die sind so groß, dass sie nicht mehr in dieses Ding reinpassen. Geil. Sehr cool. Freut mich, immerhin. Dann wissen wir, dass die da schon mal sind. Das ist gut. Das bedeutet, wir hätten hier einen relativ großen Konflikt schon, wenn wir hier was anschließen wollen. Wobei ich das halt schon geil für die Hauptstadt finde. Einfach wegen 5 Nahrung, 5 Produktion. Hätte ich eigentlich schon gerne für mich beansprucht, muss ich zugeben. Und du, Ding da, bringst was? Eine opulente Skulptur aus exotischen Materialien bereit, die Residenz deines Herrschers zu zieren und Legenden zu inspizieren. Eine Armee dorthin verlegen, gewährt dir sofort etwas Imperium. Okay. Da ist so ein Abyss. Da wir wissen, dass die jetzt da sind, bleibt mir für den Erkunder nichts anderes übrig, als uns in diese Richtung zu bewegen. Zunächst. Okay. Befehle erforderlich. Befehle. Gut, die stehen halt direkt vor der Nase, ne? Aber ich mag dann, wenn ich schon ein bisschen EP da farme, wenigstens zumindest mal eine volle Truppe dabei haben. Deswegen sage ich jetzt erstmal hier hin mit euch. Und es kommt da keiner mehr hin. Es kommt da einfach keiner mehr hin. Punkt. Ja, dann ist das auch tatsächlich eine sehr große Brockenfolge, muss ich sagen. Gut, bei meinen Blood Bowl-Spielen ist es ja auch manchmal anderthalb, dreiviertel Stunden. Von daher ist es mein Publikum gewohnt. Ihr seid ja auch Rundenstrategen, da ist halt mal nicht zack, zack, zack Actionplay, sondern ist es halt einfach so, wie es jetzt hier ist. Und dauert halt mal ein bisschen länger. Wir haben uns halt echt entschieden, dass wir das nicht dauernd immer unterbrechen wollen und einfach schön sauber unsere Folge durchbringen. Und dann ist es halt einfach in dem Format. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Ich werde, wie gesagt, mit Fayette das machen. Ich freue mich mega auf ihn und ich hoffe, dass das alles klappt. Sollte dann vielleicht, wenn es diese Woche noch klappt, am Donnerstag stattfinden, sonst in der Woche da drauf. Daumen drücken einfach. Jetzt kenne ich das so ein bisschen. Mal gucken, was ich mir da für eine Fraktion ausdenke. Hab da auch eine gewisse Vorstellung schon, was ich euch da präsentiere. Das wird natürlich dann diesmal was Bösartiges auf der anderen Seite. Ich werde euch die andere Seite der Medaille einfach zeigen, weil das ja jetzt so, sage ich mal, so ein Nahrungs-Essen-Freund-Troll ist, der nicht jetzt wirklich böse ist, aber halt auch, ne, ihr wisst schon, es ist halt immer noch ein Troll. Da will ich mir was anderes ausdenken beim Fayet. Ob ich noch eine Einzelspielerpartie euch zeige, die Kampagne irgendwas zeige, werde ich dann sehen. Ich bin erstmal mit so 2 Projekten innerhalb eines Spiels erstmal genug ausgelastet. Und ich denke, dass ihr da auch viele Eindrücke über Age of Wonders bekommt. Das, wie gesagt, das DLC bringt unglaublich vieles mit. Das ist wirklich bam. Also sie haben so viel aus meiner Sicht verbessert. Und wir werden jetzt im Lauf der Partien einfach auf die einzelnen Punkte eingehen. Es gibt den offiziellen Kanal von Age of Wonders 4, kann ich auch euch sehr empfehlen. Sehr schön immer zusammengefasst, was das alles so mit sich bringt, was man alles damit machen kann mit dem Spiel. Also ich bin ein großer Fan von Age of Wonders 4, ja. Absolut starkes Spiel, was einlädt, immer wieder neu zu spielen, immer neue Fraktionen zu erschaffen, neue Sachen ausprobieren und es immer anders ist, weil du halt immer die randomisierten Karten hast, du hast unterschiedliche Gegner, du kannst ja deine eigenen Völker dann erstellen. Mit der Zeit bringst du die dann halt auch in das Spiel dann damit ein und so und kannst dann gegen die spielen und Hot Seat und
Multiplayer-Sachen. Es ist einfach ein sauberes, stabiles Spiel, was eine sehr hohe strategische Tiefe hat und sehr schön vom Artwork auch aussieht. Also ich liebe es sehr und ich hoffe, euch geht's ähnlich und euch hat das Ganze jetzt hier gefallen und euch auch gefreut, dass die Monali wieder da ist. Mit Age of Wonders jetzt eingestiegen und dann schon bald im Februar kommt ja ein anderes spannendes Spiel, da freuen wir uns auch drauf. Das wollen wir euch dann auch zusammen präsentieren, aber jetzt erstmal die Partie hier. Aber jetzt ist gut für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Wir, ne? Wir. Also wir und die Monali ist es so. Wow.